Herzlich willkommen zum nächsten Bachblütenimpuls. Immer noch zum Thema Ängstlichkeit. Ich denke, ein aktuell sehr interessantes Thema. Und ja, wie du vielleicht auch selber weißt, Angst kann echt ganz unterschiedliche Facetten haben. So haben wir bei der Bachblüte Aspen über diese unerklärlichen Ängste gesprochen. Und bei der zweiten Blüte aus dieser Reihe, bei der Kirschpflaume oder auch Cherry Plum, geht es tatsächlich eher um so eine Anspannung. Also man hat tatsächlich Angst, die Kontrolle über seinen Verstand und über seine Gefühle zu verlieren, was ja ein völlig anderes Phänomen ist. Und Kirschblüten kennen wahrscheinlich die meisten unter uns, vielleicht auf der Kindheit auch oft, die dann aus der Blüte gereiften Früchte genascht und genossen. Ja, und Dr. Bach sagt, dass Cherry Plum, eben die Furcht, den Verstand zu verlieren oder schreckliche Dinge zu tun, die man eigentlich nicht will, da man sie als falsch erkannt hat, während man trotzdem den Impuls hat, sie zu tun. Also irgendwie ein bisschen paradox. Und der Leitsatz ist, dass die Kirschpflaume hilft, bei starker Erregung gelassen zu werden und eben einen dabei unterstützt, das Richtige zu tun. Das Richtige, ja, das ist ja auch so eine Sache, da sind wir bei dem Thema Bewertungen. Hier könnte man also immer so ganz, ganz viel erzählen, aber ich möchte euch echt knappe Impulse, zugeschnitten zu den Bachblüten jetzt hier in allererster Linie liefern. Über all das andere können wir danach wieder sprechen. Aber das Richtige, im Prinzip hör auf dein Bauchgefühl, frag deine Intuition. Meistens wissen wir, was das Richtige für uns in dem jeweiligen Moment ist. Diese Kirschpflaume, weil hier geht es ja darum, dass dich die Bachblüten idealerweise unterstützen sollen, wenn du gerade ein Thema hast, in diesem Fall mit Angst. Denn der negative Gemütszustand hier, um ihn dir zu vermitteln, ist, dass die Ursachen für den negativen Cherry-Plum-Zustand meist darin liegen, dass man seine Emotionen nicht zeigen kann. Das führt zu innerlichen extremen Spannungen. Man fühlt sich sehr aufgewühlt, unausgeglichen und durcheinander. Dadurch kann man nicht beherrscht und richtig handeln. Richtig handeln, in Anführungszeichen. Manchmal äußert sich das in überstarken Gefühlsausbrüchen und Kurzschlusshandlungen. Im positiven Entwicklungspotenzial hilft diese Blüte, das Gefühlsleben zu normalisieren. Man lernt leicht und gelassen mit seinen starken inneren Kräften umzugehen. Man wird ruhig und bekommt Durchhaltevermögen in schwierigen Situationen. Auch entwickelt man Ausgeglichenheit und Gelassenheit. Also ein Thema bei der Kirschblüte ist tatsächlich diese Anspannung und diese Erregung. Also das Thema Kontrollverlust, was ich auf der Bachblütenscheibe gelesen habe, fand ich auch noch ganz spannend. Und was eben immer wieder auftauchte, dieses das Richtige tun. Ja, wenn für dich das Thema ist, entspann dich einfach, komm so ein bisschen zur Ruhe, komm runter, entwickel Gelassenheit, dann kann dir diese Bachblüte auf jeden Fall helfen. Und ich werde es wahrscheinlich in den meisten Videos einfach immer mal wieder erwähnen, weil manche von euch ja auch nur so in eins reindroppen und gar nicht alle durchgucken, wie die liebe Birgit mir das geschrieben hat. Du kannst die Bachblüten immer, wie gesagt, hier oben einfach auf dein Haupt tropfen. Du kannst sie dir unter das Kopfkissen legen. Du kannst sie pur auf oder unter die Zunge geben, damit sie über die Mundschleimhaut schnell aufgenommen werden oder einfach in ein Glas Wasser 2, 3, 4, 5 Tropfen und dieses dann über einen gewissen Zeitraum trinken. Bachblüten unterstützen, dass sich dein Seelenpotenzial positiv entwickelt, dass du einfach ausgeglichener wirst, dass du, wenn du in einem Extrem festhältst, tendenziell in die andere Richtung unterstützt wirst, geleitet wirst. Und ich denke, raus aus der Angst, selbst wenn du feststellst, du möchtest dir diese ganzen 5 Bachblüten, die ich dir jetzt so in diesen nächsten Tagen erzähle, zusammenmischen, kannst du das auch immer gerne machen. Auch Bachblütenkombinationen sind fantastische Berater und Helfer. Und ich wünsche, dass du auch hier für dich das Richtige rausfindest. Ich freue mich über einen Daumen oder ein Abo oder eine Weiterempfehlung. Ich wünsche dir heute noch einen tollen Tag. Alles Liebe und danke für deine Aufmerksamkeit.